أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. أنا مرض، أنا الداء، ومني تأتي أوجاع، وليس لمدمني أبدا. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Allahumma ja'al amalana kullahu saliha waj'alhu li wajhika khalisa wa la taj'al fihi li ahadin ghayrika shay'a. Liebe Geschwister im Islam, wir führen heute an diesem gesegneten Freitag bi'idhnillahi as-sami'il alim unsere so wichtige Reihe weiter über Amradul Umma, die Krankheiten der Umma. Wäre diese Umma nicht krank, diese Nation von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, würden wir uns nicht dort finden, wo wir uns eben in dieser aktuellen Lage finden. Wie viel Schmerz erleidet diese Umma? Wie viel Sorgen und Kummer hat diese Umma? Und dieses hat alles nur mit einem einzigen Grund zu tun, dass wir nicht mehr so leben, wie Allah Azza wa Jal es gefällt. Allah, er hat uns nicht nur erschaffen, liebe Geschwister, indem er uns sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Nein, Allah Azza wa Jal hat uns auch vorgeschrieben, wie wir unser Leben zu verrichten haben. Du darfst dein Leben nicht leben, wie du willst. Hat Allah, bevor du geboren wurdest, dich um Erlaubnis gefragt, ob du geboren werden möchtest? Hat er das getan? Und dann, er hat dich erschaffen, weil er es wollte, Subhana. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. Allah wird nicht nach dem gefragt, was er tut. Sie aber, seine Diener, werden befragt werden. Liebe Geschwister, niemand hat uns gefragt, ob wir erschaffen werden wollen oder nicht. Allah hat es so bestimmt. Aber er hat dich erschaffen, damit du eine einzige Hauptaufgabe in dieser Welt hast, dass du ihm dienst. Und ich habe die Dschinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Dein Leben gehört Allah. Und dein Tod gehört Allah. Und wehe dir, dass du anders lebst, als das Leben von einem unterwerfenden Diener von einem Muslim. Und wehe dir, dass du stirbst anders denn als ein Muslim. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمٌ. Sterbt nicht anders denn als Muslime. Allah mit seiner Gnade, er erinnert uns daran, dass wir bloß nicht anders sterben, denn hier geht es nicht darum, liebe Geschwister, dass wenn wir falsch gelebt haben, dass wir einfach zu Allah zurückkehren können und sagen, ja Allah, korrigiere, was wir falsch gemacht haben. Es ist zu spät. Du hattest hier Zeit in dieser Dunya. Allah hat dir eine festgesetzte Zeit gegeben, Subhana, er hat sie bestimmt mit seinem Wissen und mit seiner Weisheit. Und du musst in diesem Leben so agieren, wie Allah Azza wa Jal es möchte. Nochmal, nicht wie du es möchtest. Allah hat dich nicht gefragt, ob er dich erschaffen soll oder nicht. Liebe Geschwister, das ist die Krankheit der Umma. Wir leben nicht mehr für Allah. Wir leben für uns selbst. Und solange wir für uns selbst leben, bedeutet, dass wir in diesem Leben tun, was wir wollen. Als ob wir sagen würden, auch wenn wir es nicht mit der Zunge sagen, so sprechen unsere Taten für sich. La Jannah wa la Nar. Es gibt weder ein Paradies noch ein Höllenfeuer. Wie viele sogenannte Muslime kennst du, die so leben? Und wehe dir, dass du ihnen sagst, dass sie beten sollen. Sie greifen dich fast an. Wehe dir, dass du ihnen sagst, dass sie fasten sollen. Sie nennen dich einen Extremisten. Und wehe dir, dass du ihnen sagst, sie sollen Allah fürchten und das, was er ihnen verboten hat, nicht tun.
so denken sie, du bist einer der Salafisten. So ist das in unserer heutigen Zeit, liebe Geschwister, dass die Leute heute ein anderes Verständnis über die Religion haben, als das, was uns unsere Religion vorschreibt. Eine Frage, sind wir Extremisten, wenn wir beten? Bist du ein Extremist, wenn du die Gebetswaschung al-Wudu vollziehst? Bist du ein Extremist, wenn du Frauen nicht die Hand gibst als Mann? Bist du ein Extremist, wenn du einfach nur tust, was Allah und sein edler Gesandter, der letzte aller Gesandten, der diese gewaltige Botschaft überbracht hat zu den Menschen, und es ist die letzte Botschaft, wie besonders war dieser Mann, der zu uns geschickt wurde, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bist du ein Extremist, wenn du ihm folgst? Für manche Leute ja. Dann fragen wir die Gegenfrage, was haben diese Leute mit dem Islam zu tun? Verlass die Religion! Verlass den Islam, wenn er dir nicht gefällt. Er möchte es nicht. Werd Jude oder werde Christ, er möchte es nicht. Aber er möchte auch nicht nach dem Islam leben. Was möchte er? Wallahi al-Azim, er ist eine Person, der nur seinen Gelüsten folgt. Nur seinen Gelüsten folgt. Und deswegen wird er am Tage der Auferstehung etwas anderes bekommen als das, was er gedacht hat. Allahumma najina minan nar. Liebe Geschwister, Amradul Ummah, die Krankheiten der Ummah. Allah, er möchte uns als eine stolze Nation sehen. Subhana, deswegen sagte er uns im Koran, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Umma, die beste Nation, die zu den Menschen hervorgebracht wurde. Wirst du ein anderes Lob? Allah lobt dich. Wer? Allah, nicht die Menschen, nicht irgendeine Gruppe, nicht irgendeine Partei, nicht irgendwelche Leute, die denken, dass sie eine Stellung erreicht haben. Allah lobt dich. Ihr seid die besten Menschen. So sagt uns Allah diese großartigen Worte im Koran al-Karim. Aber wann sind wir die besten Menschen? Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna anil munkar. Wa tu'minuna billah. Ihr gebietet das Gute. Sag heute nochmal, um darauf zurückzukommen, jemanden, dass er beten soll. Geh weg von mir, lass mich, das ist mein Leben, du hast nichts damit zu tun, das ist eine Sache zwischen mir und Allah. Möchte ich dir helfen oder möchte ich dir schaden? Warum komme ich zu dir? Ich weiß, dass ich beten muss. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Und das ist nur die Gnade Allahs, dass wir beten. Aber ich möchte dir helfen, damit du endlich mal zu Verstand kommst und verstehst, dass Allah dein Herr ist und niemand anderes. Hast du das noch nicht begriffen, o Diener Allahs? Du sagst ihm, Yahi, mach das Gute, lass das Schlechte. Hör auf, in die Diskotheken zu gehen. Geh nicht mehr mit Frauen weg. Mach nicht das Üble, was Allah zornig macht. Er sagt dir, leb du dein Leben und ich lebe mein Leben. Und er ist Muhammad. Und er heißt Ismail. Und er hat einen Namen, liebe Geschwister, der im Islam eine hohe Bedeutung hat. Aber subhanallah al-Azim, wie viele dieser sogenannten Leute, liebe Geschwister, wallahi al-Azim, leben nicht nach dem Islam. Das Thema heute an euch, und wir haben leider nur ein paar wenige Minuten, liebe Geschwister, eine Krankheit der Umma ist, dass sie Allah nicht über alles lieben. Dass sie Allah Azza wa Jal nicht über alles lieben. Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinih, fasawfa ya'ti Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Oh, ihr, die ihr glaubt, Allah, er spricht die Gläubigen an. Fühl dich angesprochen oder nicht? Oh, ihr, die ihr glaubt, wer sich von euch, von seiner Religion abwendet, erinnert euch an die Worte, wie viele sogenannte Muslime tatsächlich noch mit dem Islam etwas zu tun haben. Wer sich von euch, von seiner Religion abwendet, so wird Allah ein anderes Volk herbeibringen. Das Volk, was ihm nicht gefallen hat, wird er zerstören, subhanallah. Er wird ein anderes Volk herbeibringen, jetzt hört warum, welches Allah liebt und sie, das Volk, sie lieben Allah, ihrem Herrn. Lieben wir Muslime Allah Azza wa Jal?
und höre diese gewaltige Ayah. Allah Azza wa Jal, er sagt uns, dass er ein Volk, welches ihn nicht liebt, Allah Azza wa Jal liebt ebenfalls dieses Volk nicht und er wird es vernichten, in der Dunya und in der Akhira. Und dann sagt Allah Azza wa Jal, Subhanah, der Allgewaltige, ein Volk wird Allah herbeibringen, welches er liebt, Allah liebt und welches ihn liebt. Warum hat Allah Azza wa Jal seine Liebe zu diesem Volk vor der Liebe des Volkes gestellt? Die Gelehrten sagen, das ist Allah. Er, Subhanah, ist der König, der Schöpfer, der Besitzer von Himmel und Erde und er ist der Reiche und trotzdem liebt er uns, obwohl Allah Azza wa Jal nichts von dieser Liebe hat. Einfach, dass du ihn liebst, so liebt Allah Azza wa Jal dich. Wir verstehen, dass ein Armer einen Reichen liebt. Aber wir verstehen nicht, warum ein Reicher einen Armen liebt. Ein Reicher hat nichts von einem Armen. Aber Allah, er liebt ein Volk, liebe Geschwister, wenn sie ihn lieben. Liebst du Allah? Hast du dir ehrlich mal die Frage gestellt, liebst du Allah? Vielleicht habe ich meine Frage falsch formuliert. Ich formuliere sie neu. Ist dein Hauptgedanke, die Liebe Allahs zu erreichen? Ist das deine einzige Sorge in dieser Dunya? Allah, sein Wohlgefallen zu behane. Die Salaf-Gelehrten haben damals eine Person gefragt, sie sagten zu ihm, Mada turid, was möchtest du, bedeutet in dieser Dunya? Mada tashtahi, was begehrst du in dieser Dunya? Er sagte, Zawja jamila, eine schöne Frau. وَبَيْتٌ جَمِيلٌ und ein schönes Haus وَحَيَاتًا طَيِّبًا und ein schönes Leben. Das war das, was er in dieser Welt begehrt. Dann fragten sie einen der gläubigen Diener. Sie sagten zu ihm, مَاذَا تُرِيدُ, was möchtest du? Er sagte, أُرِيدُ أَنْ أَقُومْ حَتَّى Ich möchte im Gebet so lange stehen, bis ich nicht mehr in der Lage bin zu stehen. Und ich möchte mich verbeugen im Gebet, bis ich mich nicht mehr verbeugen kann. Und ich möchte mich so lange vor Allah Azza wa Jal niederwerfen, bis ich nicht mehr in der Lage bin, mich niederzuwerfen. Mu'min, ein Gläubiger, einer, der sein Leben für Allah Azza wa Jal liebt. Und deswegen sagten die Salaf-Gelehrten, Ahabbuhu ilayhi. Ich liebe im Leben das, was Allah für mich liebt. Hat Allah mich als einen armen Diener erschaffen, so liebe ich es. Weil Allah wird dich nicht verloren gehen lassen. Denn alles, was Allah für dich bestimmt und du bist ein Gläubiger, ist gut für dich. Hat Allah bestimmt, dass du nicht heiratest, so liebst du es, weil du weißt, dass Allah Azza wa Jal wissender ist als du. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Vielleicht hasst ihr eine Sache. Vielleicht ist euch eine Sache zuwider, während sie gut für euch ist. Und vielleicht liebt ihr aber eine Sache, während sie schlecht für euch ist. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah weiß, ihr aber wisst es nicht. Allah hat dir hier bestätigt, du bist ein Jahil. Du weißt gar nicht, was gut für dich ist und was nicht. Du denkst, eine Frau ist gut für dich. Du denkst, dass eine bestimmte Arbeit für dich gut ist. Während Allah bei Allah es besser weiß, ob diese Arbeit für dich gut ist. Deswegen sagten die Salaf-Gelehrten, ich liebe das, was Allah für mich liebt. Ein Scheich besuchte einen Mann im Krankenhaus und dieser Mann war sehr krank. Dann fragte ihn der Scheich, möchtest du gesund werden? Dann sagte der Mann, ich möchte so gerne gesund werden. Dann sagte der Scheich, sag, ich liebe das, was Allah für mich liebt. Soll ich krank sein? Dann werde ich gerne krank sein.
Denn ich weiß, Allah, er hat mich nur deswegen krank gemacht, weil er, Subhana, für mich am besten weiß, warum ich genau in diesem Moment krank bin. Ich vermag nicht alles zu wissen. Nur Allah ist derjenige, der über alles Bescheid weiß, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, hört, wer Allah Azza wa Jal ist. Warum ist das Problem in dieser Ummah, dass sie Allah Azza wa Jal nicht über alles lieben? So sagten die Salaf-Gelehrten, Rahimumullah ta'ala, sie sagten die Geschwister, man arafa Allah ahabba. Derjenige, der Allah kennt, so liebt er ihn. Wa man ahabba ata'a. Und derjenige, der Allah Azza wa Jal tatsächlich liebt, so wird er ihm gehorchen. فَإِنَّ الْمَحَبَّةَ تَقْتَدِي أَطَّهَا. Denn die Liebe hat die Befolgung zur Folge, liebe Geschwister. Wenn wir Allah kennen würden, würden wir ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, würden wir ihm gehorchen. Denn es muss so sein, dass du einem Geliebten folgst. Schaut mal, eine Frau sagt zu ihrem Mann, wenn du mich wirklich liebst, dann geh nicht fremd. Geh nicht zu einer anderen Frau. Daraufhin tut er es, weil er diese Frau liebt. Er gehorcht. Sie sagt zu ihm, geh nicht fremd. Er tut das für die Frau. Ya akhi, walillahi al-mathalul a'la. Allah gehört das höchste Beispiel. Hast du einen anderen Herrn außer Allah? Hast du einen anderen Herrn außer Allah? Bei Allah, Allah Azza wa Jal, er möchte die Menschen nicht bestrafen, wenn sie sich an seine Regeln halten, liebe Geschwister. Hört diese gewaltige Überlieferung vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als er einmal eine Frau gesehen hat, die ihr Kind fest in den Arm genommen hat und es gedrückt hat an ihre Brust. So hat er dieses als ein Beispiel für die Sahaba geprägt und er sagte zu ihnen, höre diese gewaltigen Worte, o Diener Allahs. أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ Glaubt ihr, dass diese Frau imstande wäre, ihr Kleinkind, welches sie gerade in den Armen hält, in das Feuer hereinzuwerfen? Sie sagten, قلنا لا يا رسول الله لا والله. Sie sagten, bei Allah, wir würden niemals sagen, dass sie es tun würde. Niemals würde diese Frau dieses tun. Jetzt sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Isma ya Abdallah, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah, er ist noch barmherziger zu seinen Dienern, als diese Frau zu ihrem Kind. Als diese Frau zu ihrem Kind. Allah, er möchte die Menschen nicht bestrafen, wenn sie sich an seine Regeln halten. Und in einer anderen Ruwaya, liebe Geschwister, sagten die Sahaba radiallahu anhum, ma kanat hadihi litulqi ibnaha finna. Diese Frau würde niemals ihr Kleinkind in das Feuer hereinwerfen. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, la wallah, er schwor, la wallah, la yulqi allahu habibahu finna. Allah wird niemals sein Liebling in das Feuer hereinwerfen. Nochmal, liebst du Allah? Allah wird dich nicht lieben, wenn du ihm nicht liebst. Allah wird dich niemals lieben, wenn du ihn nicht liebst. Möchtest du dich nicht erretten vor dem Höllenfeuer? Wenn du der Liebling Allahs Azza wa Jal bist, Wallahi al-Azim, dann wird er, Subhana, dich nicht bestrafen. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ Was soll Allah? Sagt Allah, Subhana wa ta'ala, uns in einer Aya, Wallahi al-Azim, die jedes gläubige Herz erweicht. Was soll Allah mit eurer Strafe anfangen, wenn ihr dankbar seid und glaubt? Was soll Allah mit dieser Strafe anfangen? Allah, Azza wa Jal, er hat nichts davon, dass er dich bestraft. Und Allah hat auch nichts davon, wenn du ihn anbetest. Allah hat von beiden Dingen nicht. Aber er, Subhana, hat die Regeln aufgestellt. Was hat Allah davon, wenn er euch bestraft? Wenn ihr doch nur dankbar seid und glaubt. Wer will Allah Azza wa Jalla nicht von uns? O Diener Allahs, dann wird Allah Subhana uns auch nicht bestrafen. Und warum lieben wir nicht Allah? Limala! Warum lieben wir nicht Allah? Eine Frage. Hast du etwas für dein Leben bezahlt?
Hat Allah Geld von dir genommen, dass er dich erschaffen hat? Du sagst mir, Allah hat kein Geld genommen. Du liebst doch dein Leben. Allah hat dir diese Gnade gegeben, die du liebst. Warum liebst du nicht denjenigen, der dich erschaffen hat? Warum? Und alles, was du in diesem Leben besitzt und es liebst, niemand hat es erschaffen außer Allah. Allahu khaliqu kulli shay. Allah ist der Erschaffer von allem. Oder denkst du, das hat jemand anderes erschaffen? Ob es deine Frau ist, die du liebst, Allah hat sie erschaffen. Ob es dein Kind ist, was du liebst, Allah hat es erschaffen. Eine Kafira, die keine Muslima war, als sie ihr Kind bekommen hat, liebe Geschwister, und sie kannte ihren Herrn Allah azza wa jalla nicht, sie sagte, ich habe ein Kind in der Hand, ich möchte jemanden danken, aber ich weiß nicht wem. Du aber, du weißt, wem du dankst. Allah hat dir die Gnade gegeben, dass du ein Muslim bist und dankbar bist. Allah azza wa jalla sagt, liebe Geschwister, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Allah azza wa jalla sagt, und er hat euch von allem an Gnaden gegeben, wonach ihr ihn gefragt habt. Die Salaf-Gelehrten kommentieren diese Eier, wonach ihr ihn gefragt habt und nicht gefragt habt. Dein Leben, Allah hat es dir geschenkt. Allah hat es dir geschenkt. Die Sonne, du hast einen Nutzen davon. Stell dir vor, ein Leben ohne die Sonne. Allah, er hat dir diese Gnaden geschenkt. Und Allah Azza wa Jal sagt, wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, ihr würdet sie nicht erfassen können. Und hier sagt Allah Azza wa Jal, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ. Ni'ma ist hier eigentlich in der Einzahl. Und Allah Azza wa Jal hat nicht gesagt, وَإِن تَعُدُّ نِعْمَ اللَّهِ. Und wenn ihr die Gnaden Allahs als eine Mehrzahl formt, weil Allah Azza wa Jal uns sagt, ihr seid unfähig, überhaupt für eine einzige Gnade dankbar zu sein, was dann mit den ganzen Gnaden, die Allah euch gegeben hat? Ja, Wallah. Würde ein Blinder 1 Million bezahlen, um sein Sehnicht zurückzubekommen? Würde ein Behinderter sein gesamtes Vermögen hergeben, nur um wieder laufen zu können? Gnaden, die Allah Azza wa Jalla uns gegeben hat. Aber wir beachten diese Gnaden nicht. Warum, o Diener Allahs? Weil wir vergessen haben, wofür wir Allah Azza wa Jalla zu lieben haben. Allahumma rizukna hubbak wa hubba man yuhibbuk. Liebe Geschwister, die Gelehrten sagen, und was für eine wunderschöne Regel, die wir alle in unserem Leben verinnerlichen sollten. Man kana lillahi yurid, kana Allahu lahu fawqa ma yurid. Wenn du so lebst, wie Allah es möchte, dann wird Allah dir mehr geben, als du möchtest. Dann wird Allah dir mehr geben, als du möchtest. Was heißt das, liebe Geschwister? Was möchtest du von Allah? Wir haben gesagt, die Gelehrten sagen, wenn du dein Leben so liebst, wie Allah es möchte, wenn du Allah um das bittest, was du möchtest, was du begehrst, wofür, was begehrst du? Du begehrst, dass Allah Azza wa Jal dich einen guten Tod sterben, nicht unter den Kuffar macht, die er bestrafen wird. Du begehrst die Barmherzigkeit Allahs. Du begehrst, dass Allah Azza wa Jal dich in das Paradies eingehen lässt. Du begehrst, dass Allah Azza wa Jal deine Sünden vergibt. Du begehrst, dass Allah Azza wa Jal dich vom Höllenfeuer errettet. Das ist, was du von Allah möchtest. Was möchte Allah von dir? Er möchte, dass du ihm gehorchst. Dass du tust, was er dir befohlen hat und dass du lässt, was er, Subhana, dir verboten hat. Das ist alles. Wenn du das tust, dann ist Allah Azza wa Jal zufrieden mit dir und Allah Azza wa Jal wird dich nicht in das Höllenfeuer reinwerfen. Allahu Akbar. Ist das ein Geschäft? Wallahi al-Azim. Nur ein Verrückter, und ich betone es noch einmal, nur ein Verrückter lässt dieses Geschäft. Ey Wallah. Du liebst Allah? Wie viele Leute in dieser Umma behaupten, dass sie Allah Azza wa Jal lieben? Aber die Frage ist nicht, dass du sagst, ich liebe Allah, sondern vielmehr ist die Frage, ob Allah Azza wa Jal dich liebt. Höre, die Juden und Christen sagen, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ. Die Juden und die Christen sagen, wir sind die Kinder Allahs und seine Lieblinge.
Das war ihre Behauptung. Höre, was die Antwort von Allah Azza wa Jalla ist. قُلْ فَلِمَّ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Warum bestraft Allah euch dann für eure Sünde? Du kannst viel behaupten. Und es gibt Leute, die haben viel behauptet. Ich liebe Allah. Sie sagen, ich liebe Allah. Die Frage, ja, ist nicht, ob du Allah liebst. Jeder sagt das. Kennst du einen Muslim, der nicht sagt, dass er Allah liebt? Geh zu den Leuten, die nichts mehr mit dem Islam zu tun haben. Und frage sie, ob sie Allah lieben. Er wird dir sagen, ich gehöre zu den Ersten. Ist die Sache, ob du Allah liebst, oder ist die Sache vielmehr, ob Allah Azza wa Jal dich liebt? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Es gab Leute, die Allah Azza wa Jal benannt hat im Koran al-Karim, weil ihre gesamte Liebe nicht Allah Azza wa Jal galt. Und diese Leute sind Kuffar. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Es gibt welche unter den Menschen, Kuffar, Mushrikun, Leute, die für ewig in das Höllenfeuer hereingehen. Und es gibt welche unter den Menschen, die anderes so lieben, wie man nur Allah Azza wa Jal lieben darf. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Aber diejenigen, die gläubig sind, ihre Liebe ist viel stärker zu Allah. Ganz gleich, was die Mushrikun, die Götzendiener, die Kuffar, anderes lieben außer Allah, wie sehr sie es lieben. Die Liebe von den Gläubigen zu Allah ist stärker als jede andere Liebe. Allah, ein Gläubiger liebt Allah über alles. Und niemals liebt er eine Sache für sich selbst. Sondern ein Gläubiger liebt nur, was Allah Azza wa Jal liebt. Deswegen sagen die Gelehrten, liebe Geschwister, لا يحب أحد لذاته إلا الله. إلا Allah. Niemand wird für sich selbst geliebt, außer Allah. وكل محبوب سوى الله يحب لله. Niemand darf für sich selbst geliebt werden, außer Allah. Und keinen Liebling hast du in dieser Welt, außer dass du ihn für Allah liebst. Warum lieben wir Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Weil wer ihn liebt? Allah. Warum liebst du die Propheten? Weil Allah sie liebt. Warum liebst du die Gläubigen? Weil Allah sie liebt. Du liebst, was Allah liebt. Und diese Liebe für Allah ist, weil er Allah ist, Subhana. Die ist nur für sich, für ihn, Subhana. Aber alles andere in dieser Welt, was du liebst, liebst du für Allah. Auch deine Frau, auch deine Kinder. Und wenn sie sündig sind gegenüber Allah, dann nimm deine Liebe ab, weil du sie für Allah Azza wa Jal liebst und für Allah Azza wa Jal nicht liebst. So ist das Leben von einem Gläubigen. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Diejenigen, die gläubig sind, wallahi al-azim, ihre Liebe ist noch stärker zu Allah Azza wa Jal. Ein Bruder rief mich vor 2 Tagen an. Und er sagte mir, er hatte mit einer Frau der Schrift geheiratet. Und die hat den Islam, alhamdulillah, angenommen. Und sie ist jüdischer Abstand. Und der Vater war überhaupt nicht zufrieden mit dieser Ehe. Sie hat einen Muslim geheiratet. Also war er so bedrückt, dass er zu dem Mädchen gesagt hat, und er ist ein Multimilliardär. Er sagte, verlass den Islam und du wirst von mir die Million bekommen. 1 Million. Fitna. Eine Versuchung. Dann sagte sie zu ihm, zu ihrem Mann, lass uns so tun, als ob wir den Islam verlassen. Dann wirst du die Hälfte von dieser Million von mir bekommen. Er sagte zu ihr, mein Stolz ist der Islam, ich lebe mit Stolz im Islam und ich möchte nur mit Stolz aus diesem Leben hervorgehen. Lass mich und dein Geld zufrieden und er hat sie geschieden. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Und diejenigen, die gläubig sind, oh Allah, wie viele hätten heute Allah verkauft für eine Aufenthaltsgenehmigung?
Da siehst du Leute, die gehen zur Ausländerbehörde, der trägt ein Kreuz und der heißt Mohammed. Und dann sagt er, ich bin einer von euch, damit er etwas bekommt, was Allah sowieso entweder für ihn geschrieben hat oder nicht geschrieben hat. وَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ. Und er bekommt nichts von dieser Dunya, außer was Allah für ihn geschrieben hat. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, liebe Geschwister, wie irregehend manche Leute sind. Aber Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal hat manchen Leuten eine starke Liebe zu Allah Azza wa Jal gegeben. Ibn Mas'ud radiallahu an, er fragte den Gesandten sallallahu alayhi wa sallam, أَيُّ ذَنْبِ أَعْظَمْ. Was ist die gewaltigste Sünde, die ich begehen kann? So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam, und er bekommt Offenbarung von Allah azza wa jal. Er sagte, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak, dass du Allah jemanden anderen zur Seite stellst, während er dich erschaffen hat. Möchtest du jemand anderen danken dafür, dass Allah dich erschaffen hat? Und wie vielen danken wir heutzutage, liebe Geschwister? Wie vielen trachten wir nach und wir gehorchen ihm im falschen Wal-Iyadu Billah? Wie vielen falschen Führern, üblen Führern, verbrecherischen Führern wird gefolgt? Wie vielen Sängern wird gefolgt? Wie vielen Schauspielern wird gefolgt? Und subhanallah, schaut mal unsere Leute, Wal-Iyadu Billah, die sitzen vor dem Fernseher und sie lieben Schauspieler auf eine Art und Weise, die sehr gefährlich ist. Schauspieler! Leute, die wal-iyadu billah in die Irre gegangen sind und nichts mit dem Islam zu tun haben. Wallahi, sie rennen nach Hause, um diese Filme zu sehen, um diese Serien zu sehen. Du sagst ihnen, warum liebst du ihn? Warum liebst du diese Person? Betet er? Er betet nicht. Fastet er? Er fastet nicht. Liest er im Koran? Er liest nicht im Koran. Spendet er? Er spendet nicht. Macht er etwas für die Umma von Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Er tut das auch nicht, aber ich liebe ihn. Ein Muslim liebt nur, was Allah liebt. Warum liebst du jemanden, der nichts mit dem Islam zu tun hat? Warum? Stell dir diese Frage. Dein Herz ist krank. والذين آمنوا أشد حبا لله. Diejenigen aber, die gläubig sind, ihre Liebe ist stärker als die Liebe der Götzendiener zu ihren falschen Dingen, liebe Geschwister. Und ich schließe ab, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er berichtet von Allah azza wa jal, dass dieser in einer heiligen Überlieferung sagte: وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا افْتَرَبْتُ فِيهِ. Und mein Diener nährt sich mir nur mit einer Sache, die ich ihm befohlen habe. Eine Sache, die ich befohlen habe. Und bitte, das ist die erste Art der Liebe, sagen die Gelehrten. Die verpflichtende Liebe, dass diese Liebe die Befolgung zur Folge hat. Wie viele Muslime machen ihre Pflichten? Hört mal. Allah sagt, und mein Diener nährt sich mir nur mit dem, mein Diener nährt sich mir nur mit etwas, was ich ihm verpflichtet habe, was ich ihm zur Aufgabe gegeben habe, dass er es tun soll. Wie viele beten? Wie viele fasten? Wie viele tun das Gute? Subhanallah al-Azim, dieses ist die Hauptliebe. Das bedeutet, das ist al-Asl, der Ursprung, ist diese nicht vorhanden. Wo soll die Liebe zu Allah azza wa jal herkommen? Und du kannst tausendmal am Tag sagen, ich liebe, ich liebe, ich liebe. Aber wenn du Allah azza wa jal nicht deine Liebe ihm gegenüber beweist, wallahi l'azim, dann tut es mir leid, dass ich das sage, und höre die Worte von mir und verzeih mir, du bist nichts anderes als ein Lügner. Lebst du mit einer Lüge und machst dir die Lüge zurecht. Und Shaitan schmückt dir diese Liebe aus. Hauptsächlich du sagst, ich liebe Allah. Das wird nicht reichen, lieber Diener Allahs. Wie viele vor dir haben behauptet, Allah zu lieben und sogar, dass Allah sie liebt. Und Allah bestraft sie im Höllenfeuer. Eine Strafe, die nur Allah Azza wa Jal kennt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala ist in der Lage, alles zu tun, was er will. Möge Allah Azza wa Jal uns ihm unsere vollständige Liebe erweisen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nichts mehr lieben lassen als ihn subhanahu.
Möge Allah Azza wa Jal uns jeden und alles nur für Allah lieben lassen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala diese Liebe am Tage der Auferstehung zum Grund machen, damit wir in das Paradies gehen. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.